Assalamu alaikum, liebe Freunde, hier ist Amo Ben Hamida. Ich freue mich, dass ich euch ein Video von ca. 60 Minuten anbieten kann mit den 500 wichtigsten Wörtern und Redewendungen der tunesischen Sprache. Dieses Video soll euch entweder unterstützen, während ihr einen Online-Kurs bei mir oder bei sonst jemandem macht, oder auch nachträglich, um euren Wortschatz zu ergänzen oder aber vorbereitend auf einen geplanten Sprachkurs Tunesisch-Arabisch. Wir werden zuerst das Alphabet noch einmal kurz anschauen. Ich werde es euch langsam, deutlich, klar, laut genug aussprechen und so langsam, dass ihr mir nachsprechen könnt, denn viele der Buchstaben sind auch für Deutschsprachige einfach auszusprechen, einige aber sind etwas schwieriger und hier könnt ihr immer mit Pause kurz klicken, zurückfahren und die schwierigen Laute 3, 4, 5 Mal repetieren, wie zum Beispiel das H, der dritte Buchstabe in der ersten Zeile, dann das Wa in der dritten Zeile, dann auch das Ta, das A, das Ra, das Ka in der dritten Zeile sind die meisten schwierigen Laute. Dann werden wir auch darüber reden, wie wir in diesen 60 Minuten auf einer deutschen Tastatur tunesische Wörter schreiben wollen. Also was nehmen wir für einen Buchstaben für H, was nehmen wir für einen Buchstaben für Ka, denn diese gibt es nicht auf der deutschen Tastatur. Ich begrenze die Anwendung der Zahlen, der Ziffern, damit die Wörter eben dann nicht zu 50% aus Buchstaben und 50% aus Zahlen bestehen, auf die 7 für H und auf die 3 für H. Für die anderen Buchstaben verwende ich eher das DH, das KH, das TH und so weiter. Wenn es dann losgeht mit den einzelnen Folien zu den verschiedenen Themen, kommen zum Beispiel die Verben hier ein Auszug, Nhib, in der ersten Person Singular, also ich. Und das heißt wollen oder lieben, ich will oder ich liebe. Nakrah, hassen, nimshi, gehen. Ich werde euch das natürlich in den 60 Minuten etwas langsamer aussprechen. Nji, kommen. Dann rund ums Wohnen, dar, Haus, Wille, Villa, Qsar, Schloss, Biet, Zimmer. Dann auch Adjektive, natürlich kommen auch Präpositionen dazu. Kbir, groß, Srir, klein, kann auch alt und jung heißen. Jdid, neu, Qdim, alt, Behi, gut, Chayb, schlecht, Hlu, süß, Murr, bitter. Nach diesen 500 Wörtern und und Redewendungen, Wisbah al-Khir und Aslama und viele Man und Ila al-Liqa, werdet ihr in der Lage sein, die Wörter so auszusprechen, dass ihr in einem Kurs problemlos folgt, erstens einmal. Und zweitens, wenn ihr bereits jetzt Tunesisch könnt, dann könnt ihr Sätze perfekt aussprechen, wie zum Beispiel in einem Café. Sbah al-Khir, Atini, Qahwa, Bil, Hlib, Min Fadlak. Guten Morgen, gib mir einen Kaffee mit Milch bitte. Oder auf einem Gemüsemarkt, Sbah al-Khir, Qadesh et matem, und dann bekommst du einen Preis und dann kannst du sagen Shukran, Atini, Sus, Kilo, Menfadlak. Bitte gib mir 2 Kilo Tomaten. Ich hoffe, es interessiert euch und ich hoffe, dass ihr es jetzt schon vorbestellen werdet, denn es ist lieferbar ab 15. April. Mit diesem QR-Code könnt ihr und eurem Handy direkt auf die Seite tunesienkultur.ch kommen oder mir eine E-Mail schreiben, amor@benhamida.ch. Es wäre schön, wenn ihr es auch weiterleitet, weiterempfehlt an Freundinnen und Freunde der tunesischen Sprache. Und das Ganze kostet 20 Schweizer Franken oder ca. 19 Euro. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und Assalamu alaikum.